La Blue Canary. Man erzählt sich, dass es Überfälle von einem Schlangenmann aus dem Sumpf gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er durch die giftigen Abfälle im Wasser angelockt wurde. Hast du nicht Lebewohl gesagt zu diesem Schlangentypen in Neumexiko? Eigentlich ja. Lass uns verschwinden. Wie schön, dass wir zwei uns mal wiedersehen. Da ist wohl jemand mit dem falschen Bein zuerst aus der Schlangenhöhle gekrochen, was? Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist, dein Bissen oder dein Mundgeruch. Du wirst es wohl nie lernen, was? Ich bin immer für eine Überraschung gut. So, jetzt sind wir quitt. Das bezweifle ich. Psycho. Nichts ist langweiliger als ein fairer Kampf. Turbo-Modus. Wir sollten jetzt gehen. Wer bist du? Sagen wir einfach, wir spielen im selben Team. Ich will sie erledigen. Nicht heute. Das machen wir später. Diese Nanotech-Max-Teilchen. Hey, wo willst du denn hin? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dich das angeht. Ich hab dir deinen schuppigen Hintern gerettet, du schuldest mir was. Ich bin niemandem etwas schuldig. Hör mal, ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Ich bin nicht interessiert. Auch nicht an der Zerstörung von Entech? Das ist was anderes. Wie sieht's aus, Berto? Sorry, Amigo, nichts. Bei dem dichten Nebel sind unsere Scanner wirkungslos. Psycho ist nicht gerade für seine Hilfsbereitschaft bekannt. Wieso tut er sich mit der Schlange zusammen? Er sucht einen Swing-Tanz-Partner. Behemoth, hier ist Entech-Basis. Status? Wir haben sie verloren, aber wir überprüfen nochmal alles. Neue Order. Ich werde andere Agenten für die Suche einsetzen. Ich möchte, dass sich Team Steel sofort in der Basis einfindet. Identität bestätigt. Jefferson Smith. Entech ID Nummer 122999. Thank you.
Jefferson Smith. Womit habe ich denn die Ehre verdient? Ich wollte nur ganz sicher gehen, dass Sie Ihre Zeit bei uns genießen. Zeit ist etwas, das ich nun mehr als genug habe. Dank Ihnen und Mr. Steele. Geben Sie es doch zu. Die Welt ist sicher ein langweiliger Ort ohne mich. Sicher nicht. Ich möchte auch, dass die Welt in Zukunft von Ihnen verschont bleibt, John Dredd. Daher werde ich Sie morgen bei Sonnenaufgang in ein neues Hochsicherheitsgefängnis verlegen lassen. Sollte das am Ende ein Wink des Schicksals sein? Die Wunder der Mikroelektronik. Ich möchte, dass Dredd von Team Steele in das neue ausbruchssichere Gefängnis überführt wird. Nur um Dredds Babysitter zu sein, lassen wir den Schlangenbeschwörer sausen? Du darfst ihn nicht unterschätzen, Max. Hier sind nur die Besten gefragt. Okay, Dredd. Umziehen ist angesagt. Max Steele, welch ein Vergnügen. Und das hier muss wohl ein neues Mitglied in eurem illustren Team sein. Wie geht es Ihnen, meine Liebe? Ich bin... John Dredd, der Abschaum der Menschheit. Sie sind eine Schmeichlerin. Du kennst die Regeln. Und ich habe leider gar nichts für euch. Zufrieden? Ich sitze bequem. Ein Imbiss und Zeitschriften werden wohl nicht gereicht. Du kannst uns jetzt rausbringen. Die Ladung ist verstaut. Alle Systeme klar. Nächste Station, maximale Sicherheit. Beeil dich. Irgendwann werden die bei Entex sicher merken, dass wir ihr Radar gestört haben. Der Magrealtunnel liegt direkt unter uns, eingebettet in einer 30 Meter dicken Felsschicht. Da stolpert man nicht mal ebenso rein. Also nicht so hastig. Das ist es. Ich habe den Tunnel gefunden. Und hier die typische Handbewegung. Auf die Sekunde. Sauerstoff versorgt. Wenn sie nicht gleich Luft bekommt, wird sie ertrinken. Kannst du die Welt nicht auch mal anders retten? Nicht immer auf die letzte Minute? Psycho, Biokonstruktor und Dredd. Nicht gerade die drei Musketiere.
Psycho, mein Freund. Sehr gute Arbeit. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dredd. Da die Familienzusammenführung so wunderbar geklappt hat, kommen wir jetzt endlich zu meinem Teil der Abmachung. Also, ich will, dass Jefferson Smith und sein Laden auf der Stelle zerstört werden. Ist das so? Hör mal, Schlangenkopf, hier werden Befehle befolgt und nicht gegeben, klar? Ist ganz und gar nicht meine Art, Befehle entgegenzunehmen. Von niemandem! Es läuft bereits alles wie geplant. Jeden Moment wird der Köder für Jefferson Smith ausgelegt. Und wenn er anbeißt, dann... Alle Häfen, Bahnhöfe und Flugplätze werden überwacht. Dadurch sind wir hier natürlich sehr wenig. Eins seiner Flugzeuge ist vor 5 Minuten gestartet, von einem alten Fabrikgelände. Was zum... Das Versteckspielen scheint nicht gerade eure Stärke zu sein, also schlage ich vor, wir spielen Fang. Ihr seid dran. Ich hab sie, sie fliegen in östlicher Richtung. Max, du und Cat, ihr nehmt Hawk. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Dad. Es ging alles so furchtbar schnell. Max, du könntest mich niemals enttäuschen. Geh auf Schallgeschwindigkeit. Wir haben ein Problem in unserer Tauchkammer. Hey, wisst ihr nicht, dass der Zutritt für euch hier verboten ist? Jefferson Smith. Dr. Klemoff nehme ich an. Klemoff war schwach und ich bin stark. Ich liebe verstimmte Arbeitnehmer. Wird es Zeit für die Abrechnung? Noch nicht. Ich will, dass der Mann zusieht, wenn wir N-Tech ein für allemal vernichten. Da haben wir, was wir suchen. Eines Tages werde ich ein Flugzeug über die Gangway besteigen. Während wir hier plaudern, treffen in Genf Staatsmänner aus aller Welt zu einer internationalen Friedenskonferenz zusammen. Nur ein paar Veränderungen an eurem transphysischen Generator und daraus wird... Eine Waffe von unglaublicher Vernichtungskraft. Ein wohlplatzierter Treffer von einem der N-Tech-Satelliten aus würde Genf dem Erdboden gleichmachen. Aber das Beste ist allerdings... N-Tech bekäme die Verantwortung für den Anschlag. 2 Männer, ein Gedanke. Hallo, Mr. Steele. Niemand zu Hause. Die haben uns reingelegt. Dann komm da sofort raus. Max, wir feiern hier gerade mein jüngstes terroristisches Vorhaben auf internationaler Ebene. Du wirst es leider nicht mehr miterleben. Da waren es nur noch 2. Das wird dir noch leid tun, Dredd. Dafür sorge ich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Dann musst du dich wohl beeilen, denn dir bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, alter Junge. Nicht gut. Etwa gegen Bomben immun? Schön wär's. Ich hab ne Luke rausgerissen und sie als Schild gegen die Explosion eingesetzt. Dredd und seine Jungs haben die Kontrolle von N-Tech übernommen. Jefferson und Berto halten sie als Geiseln. Unser entscheidender Vorteil ist, dass sie auf keinen Fall mit dir rechnen werden. Ich kann nicht glauben, dass Max tot sein soll. Hör zu, mein Junge.
Wir dürfen nicht zulassen, dass Dredd sein Ziel erreicht, sonst wäre Max, wäre Joshs Opfer völlig sinnlos gewesen. Wenn ich nur diese Handschellen loswerden könnte. So kriegt die niemand auf. Höchstens der, der sie auch konstruiert hat. Wie kommen wir an den Überwachungskameras vorbei? Ah, keine Sorge. Ich kenne den Hintereingang. Wenn es gelingt, den magnetischen Fluss ihrer Uhr umzukehren, schaffe ich es sicher, das elektrische Feld außer Kraft zu setzen. Die Modifikationen an den Generator sind fast abgeschlossen. Achte vor allem auf die richtige Ausrichtung zum Satelliten. Dredd benutzt die gleiche Verbindung, die wir benutzen, um Max mit transphysischer Energie zu versorgen. Vielleicht hat Klemov ihm davon erzählt. Ich versuche, sie abzulenken. Du wirst den transphysischen Generator abschalten. Es wird vielleicht eine Kamikaze-Aktion. Tatenlos zuzusehen würde mir auch nicht liegen. Warte, bis ich den Anfang gemacht habe. Von dem, was ich vorhin gesehen habe, schätze ich, dass sie sich in der Generatorhalle verschanzt haben. Drei Hooligans spielen mit transphysischer Energie. Das sind nicht gerade die besten Aussichten für den Frieden auf Erden und die Nächstenliebe. Max, Steel ist Geschichte. Genf wird bald ein Parkplatz sein. Und ich bin nur noch Sekunden davon entfernt, Entech zu stürzen. Ich bin der König der Welt. Weißt du was, Dredd? Das Einzige, was noch größer ist als dein Ego, ist dein Mundwerk. Erledige ihn. Ja, es wird langsam Zeit. Man darf sich einfach nicht auf andere verlassen. Was ist los? Hast du was gegen Feuerwerk? Max! Steel? Wieso lebst du noch? Ja, wird man dich eigentlich niemals los? Der Generator ist programmiert, Genf zu zerstören. Aber der Computer lässt sich nicht mehr bedienen. Ich krieg das schon hin. Wenn ich es schaffe, den Selbstzerstörungsmechanismus des Satelliten zu aktivieren, dann geht der Strahl des Generators einfach ins All. Nicht so voreilig, du Schlauberger. Max, der Generator! Turbomodus! Und wieder in letzter Sekunde. Mr. Steel? Ich dachte, es hätte dich... Erwischt? Keine Chance. Dieses Heldentum liegt in der Familie. Schön, dich zu sehen, Amigo. Ebenfalls, Berto. Ob der noch Garantie hat?
Psycho ist jedenfalls erledigt, aber Biokonstruktor ist vor der Explosion entkommen. Dread? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie vom Erdboden verschluckt. Der Generator ist ein Schrotthaufen. Aber die wichtigsten Ersatzteile werdet ihr doch wohl haben. Der tragbare Generator muss uns fürs Erste genügen, aber... Und inzwischen geht mir die Puste aus, oder was? Hat jemand einen Schraubenschlüssel?